beantworten. Die Krankenkasse zahlt Leistungen für einen Patienten, ärztliche Leistungen, aber sie zahlt nicht die vielen Leistungen, die zusätzlich erbracht werden durch die Physiotherapeuten, die Ernährungsberater, die Psychologen, die Sozialberater. Alles das sind Leistungen, die wir als Zentrum nur über Finanzierung durch Spenden leisten können und auch die viele Zeit, die alle Beteiligten, Pflegepersonal, Ärzte investieren für Gespräche neben der, sag ich mal, nur rationellen Einstellung und Betreuung, sind hier nicht abgebildet.